Moin Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dabs. Heute mal wieder unterwegs als Taucher gegen zwei Haie. Und so wie der eine Spieler sein Profilbild hat, zockt er vermutlich auch Dead by Daylight. Aber es ist eine gute Frage, ob er es wirklich zockt oder ob er bloß den, ob er das bloß das Bild cool fand. Ist die Frage jetzt. Aber naja, das ist ja nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, ready up, please. Ach so. Warum immer gleich diese Beleidigung? Verstehe ich nicht. Warum man sich da irgendwie... Verstehe ich nicht. Warum man da irgendwie gleich rummotzen muss. Man möchte ja bloß seinen Spaß haben. Haha. Aber irgendwie ist das auch schon lustig, anderen Spielern da bloß zuzugucken. So, diesmal haben wir kein Bot mit drin. Und... Lol. Okay. Der hat einfach mal eine Krone auf. Warum nicht, ne? Hey, den Gegenstand wollte ich haben. Okay. Fängt schon mal gar nicht schlecht an. Der erste Hai ist schon tot. Ist halt immer die Frage, von wo der Hai kommt. Die können ja aus allen möglichen Richtungen kommen. Das ist dann immer... Steve ist zu 50% jetzt gut fertig. Zu weit rauslehnen will ich mich da jetzt nicht. Weil ich möchte dieses Mal etwas länger überleben. Und sehr schön. Habe ich auf jeden Fall Assist Damage gemacht. Also geholfen beim Schaden verursachen und bei der Tötung. Ah, der kommt doch bestimmt gleich von unten. Oh, von oben. So, schnell noch. So schnell mal die ganzen Fundsachen und alles abgeben. Ja, sehr schön, da liegt noch eine Krone, können wir alles mitnehmen. Gibt immer extra Cash. Warte mal, haben wir nicht auch irgendwie noch? Boom, da hat's Rums gemacht. Da ist ein Hai ordentlich reingekracht. Ist halt die Frage, von wo der nächste Hai kommt. Ja, ich will jetzt auch nicht zu weit von den anderen weg. Okay, Steve will weiter. Kürzen wir mal ein bisschen ab. Okay, gut. Wirkliches Abkürzen war es jetzt nicht.
So, nachladen. Ich brauche eindeutig ein größeres Magazin. Sehr schön. Der hat's gebracht jetzt. Ah, es gibt sogar... wow. Es gibt sogar einen Ingame-Chat. Wow, fuck, 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 fuck. Bedanken wir uns auch mal. I can taste the salt. Okay. Ja, also das ist mit den Leuten schon irgendwie ein bisschen angenehmer. Sammeln wir uns hier ein bisschen Cash. Haben wir mal gleich einen Batzen mehr bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir wieder mitgeholfen am Killen. Es ist auf jeden Fall immer... schon irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn man mit den Spielern dann schon doch ein bisschen besser zusammenspielt. What the fuck? Ja, oben ist jetzt alles weg. Läuft ja mal richtig. Also ich würde es in der Hinsicht jetzt mal nicht so schlimm finden. Läuft. Ich würde es in der Hinsicht nicht so schlimm finden, wenn ich jetzt mal irgendwie sterbe oder so. Aus dem Grund, weil ich habe... So, reparieren wir mal Steve. Sehr schön. So, ah, sehr schön. Steve hat jetzt so lange überlebt. Was? Nee, das gibt's doch nicht. Noch hier so ein bisschen einsammeln, was? Finanzier. Hä? Ich hab so ordentlich Batzen Geld mit zugesteuert. Also, wir haben die Haie eigentlich schon relativ gut. Boah, nicht so schlimm. Ah, das ist ein Bot gewesen, also es ist allgemein nicht so schlimm gewesen. Ich kann mir dann endlich eine bessere Waffe kaufen. So. Und wieder einsteigen. So, wo ist Steve? Da ist Steve. So, Sümmedö. Jetzt hab ich... Sehr schön. Ist die Frage, von wo jetzt der Hai kommt. Oh, verdammt. Ja, von dort kam er. So, da hinten muss Steve hin. Boah, Steve muss da einen ewig weiten Umweg machen. Boah, verdammt, kam der Bot noch auf mich zugebrettert.
Okay, gut. Ja, müssen wir trotzdem hinkriegen. Ja, wir brauchen bloß noch einmal den, den einen Hai töten. Dann haben wir es eigentlich schon relativ, eigentlich geschafft, so gut wie. Ja, sehr schön. Diesmal haben wir gewonnen. Die Truppe als Taucher. Finde ich schon mal richtig cool. Wir haben auch sehr gut zusammengearbeitet, muss man wirklich dazu sagen. Und da kann man eigentlich gar nichts beim Rummeckern. Ich habe zwar wenig Schaden gemacht, dafür habe ich aber auch ordentlich Punkte gemacht. Ja, okay, ich bin der Schlechteste gewesen. Aber trotzdem, ich fand, die Runde war richtig geil. Und wenn euch die Runde auch gefallen hat, lasst ein Abo da. Schreibt was in die Bewertung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.